Ich wollte euch ein bisschen was zu Podseed erzählen. Das Ganze ist ein CDN für Podcast-Mediendateien, also für M4A, OGG. Was? Okay. Podseed ist ein Content Delivery Network für Mediendateien und das Ganze ist eigentlich so aus einer Schnapsidee entstanden. Das war der Grund dafür. Dem Soziopod wurde irgendwann der Saft abgedreht und ich habe mich mit Tobi beim Essen getroffen, wir haben drüber geredet und dann hieß es ja, man müsste eigentlich mal. Eigentlich müsste man mal. Und wie könnte man denn? Dann bin ich losgegangen und habe einfach mal gemacht. Ich habe mir irgendwo ein paar VMs zusammengeschnaut und einfach mal rumgespielt, wie sowas funktioniert. Und ein paar Monate später sah das dann so aus. Es war am 7. Januar, wo wir den Soziopod dann tatsächlich auf Podseed gezogen haben. Und noch ein paar Monate später, als der neue Soziopod rauskam, sah es dann so aus. Das heißt mal satte 400 Megabit outbound. Ist für so ein Bastel- und Spielprojekt, das irgendwie mit zusammengeklaubter Hardware läuft, eigentlich ganz okay. Bis jetzt ist das Ganze alles für die teilnehmenden Podcaster, die da Mediendateien hosten, kostenlos. Das soll auch kostenlos bleiben. Wir werden mit dem Ganzen noch den nächsten Verein gründen, aber dazu noch ein bisschen mehr. Mal ein bisschen was zur Technik. Das Ganze ist so ein Master-Server, wo man Sachen per FTP hochlädt. Das heißt, man muss sie nur einmal hochladen. Das Ganze wird halt über BT-Sync auf alle Server verteilt. Und wenn jemand Maschinen sponsern möchte, ich brauche einen Gigabyte RAM, viel, viel Plattenplatz, also so 300-500 Gigabyte und unlimited Traffic. Das Ganze nutzt Nginx als Webserver, der ist schön klein und schlank. Und man hat nachher für seine Podcasts eine URL. Das ist cdn.podseed.org/bredocast zum Beispiel. Und dann den Folgennamen. Mittlerweile stecken da so 5 Server dahinter. Wir machen nicht nur IPv4, wir machen auch IPv6. IPv6-Traffic sind mittlerweile ungefähr 10% des Gesamttraffics. Mal ein bisschen sowas zum Traffic. Das geht immer so ein bisschen nach oben. Das ist so jetzt der Average über die letzten Monate. Mittlerweile sind wir bei knapp 20 Megabit im Durchschnitt. Das ist nicht viel, aber sind auch schon so ungefähr 6 Terabyte im Monat und es läppert sich halt. Und diese 6 Terabyte überfordern so den üblichen Hetzner-Hoster schon durchaus. Jetzt mal im Wochenverlauf, was das Ganze so abfedert, sind so diese üblichen Podcast-Releases. Irgendwer bringt eine neue Podcast-Folge raus, lädt die über Auphonic, Auphonic spielt es zu uns rüber und dann sagt der Feed, hallo, hier bin fertig. Und dann kommen natürlich erstmal alle Clients an und wollen die Episode haben. So, wenn man das natürlich für einen Podcast macht, das Ganze hat man immer nur so eine Spitze pro Folge, macht man das für mehrere, hat man halt mehrere Peaks und lastet das Ganze so ein bisschen gleichmäßiger aus. Dann habe ich da bei dem Ganzen auch noch ein bisschen Statistik reingehackt. Das heißt, ich kann relativ gut gucken, okay, wie oft ist denn welche Episode abgerufen worden. Das Ganze lügt manchmal noch ein bisschen, das ist noch nicht perfekt. Das ist so in 2 Nächten im Hotelzimmer in Brüssel entstanden. Ich glaube, das belgische Bier war nicht ganz unschuldig. Ja, das so ein bisschen zur Technik. Wie machen wir weiter? Wir wollen auf dem 31C3 den entsprechenden Verein dazu gründen, um da halt eine juristische Person hinter zu haben. Das heißt, dass das Ganze nicht mehr an mir hängt, sondern halt an diesem Verein aufgehängt ist. Dazu brauchen wir auf dem Kongress natürlich noch ein paar Gründungsmitglieder. Aber ich denke mal, da werden sich die ein oder anderen finden. Hoffe ich. Eine Sache habe ich noch. Woran ich die letzten Tage ein bisschen gebastelt habe, ist dynamisches Caching. Das heißt, wenn ihr so eine CDN-Beschleunigung haben wollt, müsst ihr nicht mehr eure Sachen bei Podseed hochladen, sondern einfach nur im Podlove Publisher eure Media-URL ändern. Und zwar in cache.podseed.org davor schreiben.
Dann werden, sobald eine Anfrage kommt, geht das Ganze auf die Potsy-Server. Die gucken, habe ich das schon im Cache? Ja, nein. Holen sich das einmal und liefern es dann aus. Logfiles gibt es dafür allerdings noch keine. Da muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Da muss ich noch ein bisschen rumschrauben. Ja. Fragen? Wenn ich mich bei euch anmelden will, einfach eine Mail schreiben oder habt ihr da einen automatischen Vorgang oder wie funktioniert das? Einfach eine Mail schreiben. Das ist momentan alles noch so ein bisschen händisch. Okay. Und wie ich schiebe euch dann sozusagen meine fertigen Dateien, die ich ausliefern möchte, auf euren FTP-Server dann? Genau. Ja? Okay. Mhm. Zum dynamischen Caching, hast du da dann auch schon vorgesehen, wenn irgendwie mal eine neue Folge veröffentlicht wird oder man die neu veröffentlichen muss, weil man einen Fehler gefunden hat, dass die invalidiert werden, die Dateien dann? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, welche Expire-Zeiten dein Webserver setzt. Also ich gucke halt auf die normalen Caching-Expire-Header. Ach so, du, okay, verstehe. Wie wollt ihr das ungefähr finanzieren, wenn das dann vielleicht auch wächst? Macht ihr das über Flatter? Wie habt ihr das geplant? Finanzieren würden wir das Ganze, sobald wir Geld brauchen, über eine Fördermitgliedschaft im Verein. Ach so, über die Mitgliedsbeiträge. Also wenn ich euch unterstützen will, werde ich am besten Mitglied. Genau. Okay. Gleich auch nochmal zu diesem Expire-Frage. Das halte ich schon für ein wichtiges Ding, weil manchmal sind Änderungen ja auch total wichtig, dass sie so schnell wie möglich rauskommen. Was weiß ich. Rechtsprobleme und so, da will man dann nicht auf einmal vorm Kali stehen, nur weil irgendein Skript sich nicht aktualisiert hat. Da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, über eine richtige Integration mit dem Publisher, wo man dann eben auch bei so einen Änderungen dann vielleicht auch mal einen Ping schicken kann mit hier, hol mal neu und so. Genau. Ja. Ich hatte auch noch irgendeine Frage, ist mir jetzt aber gerade selbst entfallen. Du erstmal. Da mache ich so lang, ich habe ein Mikro, danke. Dann noch mal ein Hinweis an das Podlove-Team auch. Im Moment hat man ja nur die Möglichkeit, ein Directory einzugeben und das ist dann quasi Standard. Also ich kann entweder alles in Potsy drüber schieben oder ich habe es auf dem eigenen Server liegen. Da wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn man das pro Episode trennen könnte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man die alten Folgen beispielsweise dann auslagert, irgendwo auf dem eigenen Webserver behält und nur die, die schnell ausgeliefert werden müssen, die aktuellen, eine bestimmte Zeit bei Potsy lagert. Ja, haben wir schon seit längerem in der Diskussion mit so mehreren Sachen, also gerade wegen so Archivservern, ne, so mit schneller Server, der teuer ist, aber hoch verfügbar für die letzten 10 Episoden und der Rest fürs Alte. Ja, hat es aus verschiedenen Gründen noch nicht so richtig in den Softwareprozess geschafft, kann man mal drüber nachdenken. Finde ich jetzt auch insbesondere interessant im Hinblick auf das. Und wir müssen ja auch ohnehin noch mal ein bisschen nachdenken, wie das so ist mit Leuten, die ja aus welchen Gründen auch immer Soundcloud oder so andere Backends für Storage benutzen. Ja, guter Hinweis. Was wollte ich denn noch wissen? Caching. Achso, habt ihr für die Sachen, die man jetzt mit Caching macht, auch Statistiken dann automatisch mit? Noch nicht, soll aber kommen. Und ich würde das URL-Schema noch aus technischen Gründen noch ändern, das kann ich dir gleich nochmal sagen. Da gibt es nämlich eine neue Änderung in WebKit, die könnte zu Problemen führen. Okay. Ja. So, sonst noch Fragen? Zum Thema Finanzierung und Unterstützung. Ich habe mal beim Finanzamt nachgefragt, ob der eingetragene Verein denn dann auch gemeinnützig wäre. Die gute Frau vom Finanzamt hat mich völlig verwirrt angerufen, gefragt, was ist denn überhaupt Podcasting? Und das zu erklären war schon schwierig und dann zu erklären, was denn da noch Podseed ist, was ja nochmal eine Abstraktionsebene ist, war halt echt schwierig. Sie sagte dann aber doch relativ spontan, nein, das ist auf gar keinen Fall gemeinnützig. Ist vielleicht auch erstmal gar kein Problem, nicht gemeinnützig zu sein, bedeutet, man kann trotzdem Verein eintragen, man hat halt diese juristische Person, die dann die Server und die Domains und sonst was alles haben kann, bedeutet halt nur, dass wir keine Spendenbescheinigung ausstellen können, sodass ihr es von der Steuer absetzen könntet. Und dass wir Steuern zahlen müssten, sollten wir mehr Umsatz als 17.000 im Jahr machen, machen wir, glaube ich, nicht. Weil, wie gesagt, die Server werden gerade alle gesponsert von den Serverbetreibern.
Das heißt, das Ding hat einfach relativ wenig Kosten und ja, ihr müsst jetzt nicht gleich alle eine Fördermitgliedschaft einreichen. Natürlich freuen wir uns über ganz viele Leute, die sich beteiligen und mitmachen, aber ihr müsst jetzt nicht glauben, dass da irgendwie Tausende von Euro pro Jahr irgendwie gebraucht werden. Wir also sagen sonst nochmal Bescheid. Bisherige Kosten waren 6 Euro für die Domain. Über das letzte Jahr. Das ist sehr überschaubar. Ja. Das war's? Das war's. Alles klar. Klatsch, klatsch. Okay. Danke.